Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Wir befinden uns heute auf einer Insel. Hinter uns ist auch eine Insel. Ja, wir sind heute auf Sardinien, sind hier 2 Wochen unterwegs zu unseren Mountainbikes auf unserer persönlichen Trans-Sardinia. Sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Der erste Eindruck war sehr positiv. Noch zu viel Verkehr, aber das wird sich bald ändern. Dann fahren wir nämlich ins Hinterland durch die Berge. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Der zweite Tag unserer Trans-Sardinia. Wir sind in der Nähe von Posada, das ist hinter mir, man sieht es nicht mehr ganz im Bild. Auf so einem Berg gelegen und unterhalb war ein schöner Zeltplatz. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Monte Albo, der ist rechts von mir, dieser große Berg. Da fahren wir so ein bisschen rum. Gestern sind wir in Olbia gestartet, der Verkehr auf der Hauptstraße war überhaupt kein Spaß. Und jetzt genießen wir heute mal die Ruhe hier auf diesen Nebenstraßen, super. Immer noch in der Auffahrt zum Monte Albo. Wunderschön, aber irre heiß. Auch die Judith genießt die Aussicht. Mann, ist das genial. Den ganzen Tag suchen wir schon Wasser. Nichts gefunden und jetzt der Test. Daumen hoch oder nicht? Sehr gut. Der Blick nach Norden zur, glaube, Isla de Távola heißt das, dieser Berg, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, so ein bisschen im Dunst, fast 500 Meter hoch, das ist ungefähr auf der Höhe von Olbia, da sind wir gestern gestartet, jetzt sind wir schon auf dem Weg ins Inselinnere, wunderschöne Hochebenen hier, wir sind auf gut 700 Meter und das hier ist die Rückseite von Monte Albo, so ein Höhenzug. Streckt sich da entlang, Straße geht da vorne entlang und hier rüber, unterhalb des Gipfels, ganz lang, man sieht es kaum im Bild, aber hier rüber geht eine Straße und dann fahren wir ganz da hinten rüber. Wunderschön. Und wir sind seit 20, 30 Minuten komplett allein unterwegs, nicht ein Auto, kein Fußgänger, nichts mehr. Das war ein Mist, der zweite Platten innerhalb von 5 Kilometern. Wahrscheinlich wieder eine Dorne. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag Nummer 3. Wir sind gar nicht weit entfernt von Lula, also Luftlinie ein paar Kilometer. Immer noch auf der Rückseite vom Monte Albo. Wir haben hier bei einem Agritourismus übernachtet, war total super. Also die Unterkunft war sehr einfach, das war hier. Da war die Judith stets, da unten haben wir geschlafen. Ich weiß nicht, ob das mal ein Kuhstall war, den sie ausgebaut haben. Aber es war sauber und vor allen Dingen das Essen war der absolute Wahnsinn. Und was noch toll war, war die Ruhe hier in der Nacht. Es war unglaublich schön. Jetzt zeige ich euch mal den Blick. Man sieht nur ganz wenige Höfe in der Ferne. Sonst ist hier nichts los. Und da sind wir gestern Abend entlang gefahren, hier auf der Rückseite von dem Berg, auf einer kleinen Straße bis hierher. Ein absoluter Traum. Schon richtig heiß. Immer noch eine richtige Hitzewelle und soll noch heißer werden. Bis 40 Grad ist angesagt die nächsten Tage. Also mal schauen, wie wir das schaffen. Viel wärmer als üblich für die Jahreszeit, aber gut, man kann sich nicht aussuchen. Jetzt packen wir zusammen und dann geht's los. Also die Unterkunft war wirklich sehr einfach, aber das Essen war echt der Hammer. Alles vom eigenen Hof, alles biologisch und Portionen, kein Mensch schaffen kann. Und wir hatten wirklich Hunger.
nach dem ganzen Tag Radfahren, aber wir haben irgendwann dann gepasst, als der dritte Gang kam. Zum Glück den Limoncello zum Schluss, den haben wir noch geschafft, aber dann war wirklich aus. Es war wirklich super. Heute ist unser Ziel, Olyna. Judith, weißt du, wie die Sarden ihre Aggressionen abbauen? Schau dir mal dieses Schild an, ist das nicht krass? Total zersiebt. Kurz hinter Lula. Jetzt geht's gleich richtig schön bergab. In der Ferne sieht man schon diesen Gennargentu, ich glaube Nationalpark ist es sogar. Ganz in der Wildmitte hier hinten müssten schon die ersten Gipfel sein. Und unten im Tal irgendwo geht's nach Nuoro, beziehungsweise deutlich weiter hinten. Es liegt ja leicht am Berg, also da hinten. Da fahren wir allerdings nicht hin. Wir haben vor, links davor hier rüber zu fahren, ins nächste Tal und dann nach Olyna, glaube ich, heißt die Ortschaft, irgendwo dorthin. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Jetzt gibt es erstmal eine tolle Abfahrt. Wir machen hier eine schöne Mittagspause und hier haben wir endlich mal ein ruhiges Plätzchen gefunden. Leider sind doch die meisten Gärten oder Felder eingezäunt, dass ganz einfach ist, hier ein schattiges Plätzchen anzusteuern, aber wir haben eins gefunden. Durch das Tal sind wir hochgekommen und jetzt geht es hier weiter auf einer kleinen Seitenstraße und über den Sattel da vorne rüber. Dann geht es nochmal runter ins Tal und noch einmal hoch bis Olyna, unserem Tagesziel für heute. Endlich ein bisschen Wind und super trocken. Die ersten zwei Tage war es schwülheiß. Wir hatten auch über 30 Grad, aber ich glaube irgendwas mit 80% Luftfeuchte. Es war irre und jetzt ist es richtig trocken geworden und noch heißer. In Kürze soll eine Quelle kommen. Sie haben auch echt nötig. Die Flaschen sind fast leer. Was sagst du? Kaltes Quellwasser? Oh. Eine Fata Morgana? Nein, es ist die Quelle. Oh, es ist super. Das Wasser ist eiskalt, wir haben es schon probiert. Super schön. Und in der Ferne sieht man das Meer so ein bisschen durchspitzen. Wahnsinn. Willkommen zu Tag Nummer 4. Das ist das wunderbare Olyna hier, zu Füßen des Gebirgsstocks hier vorne. Da sind wir heute Morgen gestartet und sind genau in der verkehrten Richtung weitergefahren, nämlich wieder zurück Richtung Norden. Wir sind jetzt in Nuoro, da wollten wir überhaupt nicht hin. Allerdings hatte ich eine massive Panne. Mein Hinterreifen ist geplatzt, also wirklich der Reifen selbst. Jetzt haben wir einen neuen gefunden. Ich zeige euch den gleich mal. Ja, bis wir den gefunden hatten, war es ein Riesenaufwand, weil das Radgeschäft, das wir eigentlich fahren wollten, das einzige, was es hier gab, da hat sich der Besitzer die Rippen gebrochen, deswegen war es geschlossen. Aber ein Motorradgeschäft hat uns weitergeholfen. Jetzt habe ich hinten einen richtigen Downhill-Reifen drauf. Ein bisschen Overkill. Das Profil für einen Cross-Country-Mountainbiker, das ist der Reifen, der vorher drauf war, vorne und hinten ein Mordsprofil. Aber egal, der Reifen funktioniert, er eiert nicht. Wir sind wieder startklar. Judith wartet und beirrt sich. Weil wir fahren es erstmal bergab. Weiter Richtung Süden auf unserer eigentlichen Route. Hier im Hintergrund der Monte Ortobene. Da hinten und ein bisschen links davon. Da liegt Nuoro. Sieht man es gar nicht, weil es im Schatten ist. Und was man hier sieht, diese wunderschönen Berge, gehört zum Nationalpark Gennargentu und Golfo di Orosei, glaube ich, heißt er. Und jetzt sind wir ja, vielleicht noch ein, zwei Kilometer von Orgosolo entfernt. Und da wollen wir noch durchfahren, eine Pause machen und etwas weiter uns dann einen Zeltplatz suchen. Zelt steht schon unter so alten Bäumen. Wir übernachten auf knapp über 800 Meter, also
Hoffentlich wird die Nacht ein bisschen kühler, nicht ganz so heiß wie letzte Nächte. Jetzt freuen wir uns auf die heiße Dusche. Die gibt es nämlich hier auch und sogar ein Restaurant. Und da essen wir nachher noch was. Also, ich würde sagen, war ein super Tag und damit bis morgen. Guten Morgen zu Tag Nummer 5. Wir haben hier in der Nähe von Orgosol übernachtet. Und zwar die erste angenehm kühle Nacht. Wir konnten sehr gut schlafen. Ihr hört es schon hinter mir. Eine Quelle plätschert. Ich zeige euch das mal. Hier seht ihr das Wasser. Wir haben gerade probiert. Super lecker. Da füllen wir jetzt die Flaschen auf. Wir fahren jetzt weiter auf wunderschönen kleinen Nebenstraßen. Sind hier schon auf guten 900 Meter. Und wenn man sich die Aussicht anschaut, wirklich super. Das ist der Blick zurück. Da waren wir gestern Richtung Nuoro ganz in der Ferne. Heute können wir nochmal die angenehme kühle Luft genießen, denn die nächsten Tage soll es so richtig knackig heiß werden. Also, los geht's! Die Landschaft ist der absolute Traum. Wir sind auf gut 1000 Meter. Hier laufen Kühe und Pferde frei rum. Die Luft ist klar, die Sicht ist wunderschön und der Verkehr ist auf einmal weg. Also echt unglaublich. Und hier ist so ein Stausee. In der Ferne sieht man, da fahren wir es dran vorbei. Ach, was will man mehr? Ich hoffe, man hört was bei dem Wind. Es ist echt hart. Aber wirklich wunderschön. Was für eine großartige Landschaft. Vorher an so einem Forsthaus und Zeltplatz, was das war eigentlich Sackgasse. Und haben uns Forstarbeiter schon vorher abgefangen, gesagt, hier geht es nicht weiter. Aber wir haben gesagt, nee, Mountainbike und so. Und dann haben sie gesagt, okay, passt. Sind wir hier runtergefahren gerade, den Weg links. Ein Traum. Und Judith schon weiter. Was für eine Landschaft. Der Wind allerdings heute ist irre. Ich bin gerade hinter so einem kleinen Gebäude. So ein Kuhstall oder was das ist. Sonst hätte man überhaupt nichts hören können, weil so ein Wind hier weht. Ich glaube, der Weg geht jetzt hier links rüber bis zu dem Sattel und dann weiter. Schauen wir mal. Bin echt gespannt. Die Sonne geht bald unter. Wir haben es geschafft. Ein langer Tag ist zu Ende. Es war super schön, aber auch super anstrengend. Und jetzt haben wir hier noch per Zufall ein Hotel gefunden. Es gibt sogar noch was zu essen. Judith ist schon unter der Dusche. Ich freue mich jetzt auch gleich drauf. War ein Megatag.
durch die Berge, anders als geplant, viel mehr Offroad. Also Komoot, die Routenplanung, das hat überhaupt nicht gepasst. Da waren bloß 5 Kilometer Offroad eingezeigt, der Rest sollte asphaltiert sein. Ich glaube, wir sind 20 Kilometer Offroad gefahren. 4 Kilometer mal geschoben, weil ein irrer Wind war. Aber es war klasse. Und jetzt freue ich mich auf was zu essen und auf eine entspannte Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Wir checken jetzt aus hier bei dem Hotel, wo wir übernachtet haben. War super ruhig. Das schaut fast aus, als ob das hier mal Ställe gewesen wären, wo jetzt die Zimmer drin sind. Und hier vorne in dem Gebäude, wo ich gerade drauf zugehe, da haben wir gefrühstückt und zu Abend gegessen. War super lecker. Und wir packen es jetzt zusammen und dann geht's los. Tag Nummer 6 heute. Allerdings jetzt bei strahlendem Sonnenschein nicht eine Wolke am Himmel. Und die Temperatur ist echt angenehm. Es hat so 21, 22 Grad. Frische Luft, macht richtig Spaß. Und wir freuen uns jetzt auf einen großartigen Tag durch die Berge. Hoffentlich wieder mit so wenig Verkehr wie gestern. Also sprich fast gar nichts. Ja, ja, ihr fragt euch auch, was wir hier treiben, gell? Aber Jules Matte hat ein Loch und das müssen wir jetzt finden. Deswegen brauchen wir Wasser. Das ist der Blick auf den kleinen Lago Alto del Flumentosa, glaube ich, heißt er. Gar nicht so weit von Lanusei, wie man das ausspricht, entfernt. So, bei diesem wunderschönen Schild denke ich mir schon, welche Waffengesetze gelten in diesem Land? Wir genießen wirklich jeden Meter, wenn es hier so auf Nebenstraßen dahin geht, beziehungsweise sogar Offroad, weil da einfach kein Verkehr mehr ist. Manche fahren schon ziemlich krank. Nicht nur Einheimische, auch die Touristen. Man merkt, dass wir hier im Gebiet sind, wo einige Weidevieh unterwegs ist. Hier ist voller Fliegen, ich genauso. Wir werden echt umschwirrt. Aber dafür ist der Wind ein bisschen schwächer als gestern. Gestern war es ja absolut krass. Oben mussten wir ein paar Kilometer schieben, teilweise sogar bergab, weil es nicht fahrbar war. Der Wind war so extrem, also fast schon Sturmstärke, zumindest auf den Gipfeln. Judith, warum stehst du am Tisch? Sie verrät's uns nicht. Wir haben die Matte geflickt, hoffen wir zumindest. Ein wunderschönes Plätzchen hier gefunden, auf so einem kleinen Pass, auf 900 irgendwie paar Meter Höhe. Da drüben gibt es sogar eine Quelle. Wasser füllen wir uns auch nochmal nach. Also wir sind immer noch in diesem Gennargentu-Park, hinten, wo die Wolken sind. Einer der höheren Gipfel. Genau in der Ferne, da hinten ist das Meer. Echt super. Guten Morgen, heute ist der Tag Nummer 7. Wir sind in Piedras de Fogo gestartet. Das ist der Ort, der 2022 jetzt ins Guinness Buch der Rekorde kam, weil dort die meisten 100-Jährigen und über 100-Jährigen leben. Und wir sind jetzt auf dem Weg, Offroad natürlich, auf dem Weg nach Balao. Und dann schauen wir mal, wie weit das wir es danach noch schaffen. 5 Kilometer haben wir geschafft. Das war auf der Straße am Anfang, ganz flott. Und jetzt sind wir 7 Kilometer oder so unterwegs und das geht richtig langsam rauf und runter, teilweise ausgewaschene Flussbetten. Wunderschön von der Landschaft her, aber auch ganz schön anstrengend. Genau, Wildschweine haben auch schon unseren Weg gekreuzt. Die waren ganz neugierig und haben sich aber dann Gott sei Dank wieder getrollt. Wir können durch, sagt Judith, das ist sicher. Ein verschlossenes Tor. Ich glaube, wir müssen die Fahrräder darüber tragen. So, gefilmt haben wir es nicht. Ich habe zu sehr geflucht. Wir mussten nämlich alles Gepäck vom Fahrrad runter und übers Tor drüber heben. Keine Chance, irgendwo anders rüber zu bringen. Das war ein bisschen zu eng da oben, weil das Tor ist abgesperrt. Etwas ärgerlich. Ich hoffe, es ist das letzte und einzige Tor, was jetzt hier versperrt ist, weil es ist ein offizieller Wanderweg. Jetzt fahren wir hier weiter. Das nächste Tor. Nochmal eins. Aber das war zum Glück, da wo Judith schon ist.
Das war zum Glück schon offen. Wir sind durch, das zweite Tor hindurch. Jetzt geht es hier erstmal bergab. Und man sieht so ein bisschen in der Ferne, vermutlich, da hinten geht es wieder hoch. Und dann sollte es nochmal deutlich bergab geben zu unserem Tagesziel. Schauen wir mal, ob es stimmt. Willkommen zu Tag Nummer 8. Wir sind hier in einem kleinen Agiturismo bzw. B&B untergekommen. Total nett, mitten in Balau. In einem kleinen Atrium oder Mini-Innenhof. Hier stehen unsere Bikes. Jetzt packen wir die Sachen und dann geht's gleich los. Frühstück hatten wir auch schon. Super lecker, hausgemachtes Brot. Sie haben nämlich auch noch eine Bäckerei mit eigener Marmelade. Haben sie auch uns aufgetischt. Und lecker Kaffee, war super. Und jetzt sind wir bereit für den Tag. Heute soll es knackig heiß werden wieder. Noch ist es super angenehm, in der Nacht hat es nur 17 Grad, also richtig schön zum Schlafen. Perfekt. Jo, jetzt haben wir Respekt. Der letzte große Pass des Tages steht heute an. Auf gut 900 Meter geht's rauf und wir sind jetzt so knapp über dem Meeresspiegel. Judith kommt auch schon und jetzt packen wir unsere Sachen hier. Mit der Kühle ist schon wieder vorbei. Aber dafür haben wir eine wunderschöne Aussicht hier beim Bergauffahren. Was für eine tolle Landschaft. Ah, ein paar Grad weniger werden auch super. Aber jetzt beschweren wir uns mal nicht. Besser als 50 Grad und Regen. Lieber etwas schwitzen. Es ist echt super heiß. Wir sind froh um jede kleine Abkühlung. Über 30 Grad, selbst hier oben. Aber dafür kein Verkehr. Jetzt fahren wir auf kleinen Straßen. Bis kurz vor Cagliari, da übernachten wir nochmal und morgen wahrscheinlich ans Meer. Gut, schaut nochmal nach dem Weg. Es ist super schön. Ui! Ja, seid ihr süß. Es geht bergauf in der Mittagshitze. Zwar landschaftlich traumhaft schön, aber extrem heiß. Puh. Wir freuen uns auf ein schattiges Plätzchen für eine Siesta. Boah, unser Wasser ist so ziemlich aus. Ich habe noch eine Flasche. Es ist super heiß. Und jetzt eine Quelle in den Bergen. Hier eine Fata Morgana. Frisches Quellwasser direkt aus dem Berg. Wie genial. In der Ferne ist schon das Meer zu sehen und das ist die große Bucht bei Cagliari. Ich glaube, denen ist genauso heiß wie uns. Wir befinden uns auf den letzten Kilometern kurz vor Sinai, aber es geht noch gewaltig rauf und runter, auch wenn es hier auf der Kamera gar nicht so hügelig aussieht. Tag Nummer 10, das ist der wunderbare Ausblick hier aus dem Zentrum von Cagliari. Wir schauen hier auf die Bucht und den Hafen von Cagliari. Das ist der Blick Richtung Südosten auf die Altstadt und hier in Bildmitte zu sehen die Salinen. Da wird Salz gewonnen, also in unmittelbarer Nähe der Stadt. Und sehr lustig zum Anschauen, hier gibt es einige Flamingos, die hier rumlaufen und sich die Bäuche vollschlagen. Die kann man direkt beobachten. Willkommen zu Etappe 9 bzw. Tag 10 auf unserer Transsardinia. Wir haben gestern einen Sightseeing-Tag gemacht in Cagliari, sind also nicht so viel Rad gefahren, bloß eine Tagestour gemacht zur Küste und gebadet und ein bisschen die Stadt angeguckt. Und heute sind wir mit dem Zug gefahren, einmal quer durch die Insel,
nach Westen rüber. Jetzt sind wir hier in die Iglesias und schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen das Zentrum an. Haben gerade eingekauft, werden noch einen Kaffee trinken und dann fahren wir weiter Richtung Westen, Richtung Küste und dann nach Norden rauf Richtung Oristano. Da drüben fährt die Judith auf diesem kleinen asphaltierten Radweg durch diesen Naturpark. Das ist so eine ehemalige Bergbau- und Minenregion. Gibt es einige verlassene Minen, schaut ganz wild aus hier und vor allen Dingen ist es grün und absolut ruhig. An den Minen da vorne sind wir vorbeigefahren. Durchs Tal, man sieht noch ein paar Häuser. Da drüben sieht man auch noch was, und zwar so verfallene Minen, ehemalige Minen. Und jetzt mal auf dieser Straße hier in der Mitte vom Bild zu sehen, ist so zickzack in Serpentin hochgefahren. Die Laune ist bestens. Hier in Bildmitte sieht man einen wunderschönen Felsen im Meer. Das ist der Pan de Zucchero, sehr bekannt. Und was man vorher auch noch sieht, also hier direkt vor uns, sind diese ehemaligen Minen, die da verlassen sind, aber wir fahren es nicht darunter, sondern unser Weg geht weiter hier auf der Straße, rechts irgendwo da über den Berg, 3 Kilometer bergauf. Uns ist schon heiß genug, aber jetzt wird es gleich noch ein bisschen schweißtreibender. Es sind immer diese krassen Wechsel, erst bergab und jetzt um die Ecke rum, 13% bergauf und die Sonne knallt rein. Das ist unser Höhenprofil. Wie ist denn der kleine gelbe Punkt? Und es geht hier krass bergauf. 17 Uhr vorbei. Es geht immer noch bergauf. Aber gleich haben wir es geschafft. Aber wir kämpfen. Es hat immer noch 30 Grad. Und jetzt hier 13% laut Straßenschild. Oh, es ist wie ein Backofen hier zwischen den Felsen. Halleluja. Es wird Zeit, dass wir oben ankommen. Sehr gut. Grazie. Nicht gerade spektakulär, das ist die Passhöhe. Und hier geht es wieder runter. Genauso steil, wie es auf der anderen Seite hochging. Der Blick auf Buggelruhe, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, mit einem schönen Strand hier unten. Und wir wollen noch ein Stück weiterfahren zum nächsten Strand, noch vor dem Berg in der Ferne, da soll nämlich ein Zeltplatz sein. Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist Etappe 10, Tag Nummer 11. Einen Tag haben wir ja Pause gemacht, beziehungsweise Sightseeing hier in Cagliari. Da waren wir gestern hinten bei der Bucht Buggero oder Buggero, wie man es ausspricht. Und hier unten sieht man so ein paar Häuser. Etwas dahinter war der Zeltplatz, wunderschön in so einem Olivenhain. War sehr angenehm. Bisschen warm heute Nacht, aber wir wollen uns nicht beschweren. Die Sonne scheint. Wunderschön hier am Morgen. So kennt man Sardinien von der Postkarte. Und wir genießen jetzt auch mal die Ruhe. Manchmal ein bisschen anstrengend. Folgt uns die ganze Zeit so ein Hund von dem Hof da oben, aber immerhin, hier kann kein Auto mehr durch, da war nämlich eine Schranke, ist bloß für Fußgänger frei. Ja, da ist er. Der Hund folgt uns immer noch. Guckt mal, was wir machen. Da geht's bergauf, das ist nichts für dich. Es ist heiß, mein lieber Schwan. Nicht mal 10 Uhr, 9:45 Uhr, da geht's hoch zu dem Sattel. Aber wunderschön. Wir fahren durch so ein Naturschutzgebiet auf so einem Wanderweg bzw. Fahrweg. Und hier ist nichts los. Also bis auf den Hund
der es jetzt doch wieder anders überlegt hat und zurückgelaufen ist, sind wir hier niemand begegnet. Es ist wirklich zu warm. Sieht echt harmlos aus. Ich habe schon lange nicht mehr so geschwitzt. Da hinten sieht man so einen Berg und so eine Hochebene, da sind wir entlang geradelt. Gestern der Abendsonne und jetzt sind wir hier am Capo Pecora gewesen. Diese Felszunge, die da ins Meer rausragt, ist hier so ein Naturschutzgebiet und wir sind auf dem Wanderweg unterwegs. Hier auch, wenn es wieder auf der Kamera total flach aussieht, geht es wirklich steil hoch. Wir haben das letzte Stück hochgeschoben. Irrsinnig heiß. Aber jetzt kommt zum Glück ein bisschen Wind auf. Man sieht es auch auf dem Meer. Es kräuselt sich so ganz leicht. Vorher war es komplett glatt. Also wirklich stehende Luft und die Sonne hat runtergeknallt. Recht viel heißer geht es nicht. Und wir sind jetzt hoffentlich erstmal am höchsten Punkt. Jetzt geht es ein Stück bergab. Das hier ist so eine große Dünenlandschaft. So Sanddünen, auch wenn die hier so bewachsen sind. Wir fahren jetzt einmal hinten rum, irgendwie hier auf dem Berg hoch, da hoch, ganz außen rum und da hinten kommen wir wieder runter, ganz da hinten. Oh, der Abschnitt hat es in sich. Wir sind da quer durch das Gestrüpp runter auf diesem Wanderweg. Dann nochmal durch so ein paar Gatter durch von den Ziegengehegen. Und jetzt sind wir hier auf so einer mehr oder weniger Sandpiste. Teilweise wieder mit Schienen, weil es zu weich ist. Bergauf natürlich. Über die Berge da vor uns, da geht es jetzt rüber. Da, wo so lichte Bäume stehen. Sind wir jetzt quer hochgefahren, auf einer kleinen Straße hier, so durch den Wald sieht man es gerade nicht. Und wir werden es noch weiterfahren, so ein bisschen am Kamm entlang. In der Ferne erahnt man eher die Straße, als dass man es sieht. Geht hier so quer rüber, unterhalb und weiter, in einem riesen Bogen, einmal um diese ganze Gegend herum. Das ist auch so wie irgendein Sperrgebiet. Steht, stand so ein Schild, Polizei, dass man nicht durch darf. Hat man auch nicht vor. Weil unten würde es sonst nur durch den Sand gehen. Und ganz in der Ferne erkennt man wieder die Küste. So ziemlich in der Mitte des Bildes da hinten. Und da kommt man dann wieder raus. Ja, es sind noch mehr Berge, als man so denkt. Was für ein Panorama. Hier gibt es immerhin noch ein paar Gipfel mit knapp über 1000 Meter. Also gar nicht so kleine Berge und so ein paar kleine Wolken sind auch da. Leider nicht bei uns, aber vielleicht haben wir noch Glück. Es wäre ein bisschen größer, wäre nicht schlecht. Aber es täuscht, auch wenn es jetzt so grün ist, es ist wirklich knochentrocken. Lauter schöne Korkeichen. Eine super Strecke hier. Wir haben hier Stau. Was genau machen die da? Die sind alle aus dem Schatten aufgestanden, um sich wieder im Schatten zu versammeln. Ein Baum weiter, im Kreis. Hinterteil nach außen. Und die Schafe sind da drüben. Der Blick auf die Costa Verde und hier sind diese berühmten Sanddünen. Gleich da hinten ist das Meer. Was für ein Panorama. Also ich muss schon sagen, die Costa Verde ist wirklich zu Recht, trägt diesen Namen. Sie ist unheimlich grün. Vorher war es nur Macchia, aber hier rechts sieht man so ein bisschen, so ein Forstgebiet, ist ziemlich groß
Und auch an der Küste ist überall richtig grün. Ein echtes Highlight heute. Und jetzt geht es parallel so am Meer entlang. Immer rauf und runter. Zwar immer noch anstrengend, aber nicht mehr ganz so heiß wie Mittag. Aber wunderschön zum Fahren. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag Nummer 11 oder wäre Etappe Nummer 11. Wir sind gestern Abend noch ziemlich spät angekommen und zwar hier in Torre dei Corsari. Das liegt direkt hinter mir und was ihr hier sehen könnt, ist im Hintergrund die aufgehende Sonne und das Meer. Also direkt vorne an der Landzunge haben wir uns jetzt eine Unterkunft genommen und machen heute mal einen Tag Pause, nachdem wir jetzt eigentlich jeden Tag durchgefahren sind. Gestern wurde es eben etwas später und wir waren einfach müde. Es war super heiß, es war super schön die Etappe, aber auch extrem anstrengend. Aber heute gönnen wir uns einen Tag Pause mit Baden im Meer. Einen wunderschönen guten Morgen hier. Tag Nummer 11 bzw. Etappe 11. Tag 12 ist eigentlich schon. Wir sind jetzt so auf den letzten Kilometern Richtung Oristano. Das ist dann eigentlich auch schon unser Ziel. Da sind wir fertig mit unserer Transsardinia. Ist wirklich wunderschön hier zum Fahren. Jetzt genießt man noch mal die letzten Kilometer entlang der Küste. Wir sind rausgekommen aus den Bergen. Heute Morgen sind wir in Torre dei Corsari gestartet und jetzt geht es hier so runter ins Flachland. Man sieht es gleich hinter mir bzw. vor mir. Das ist so eine Sumpfebene. Hier wird, glaube ich, auch irgendwo Salz gewonnen. Da kommen dann noch so ein paar Art Salinen, wieder so ein Naturschutzgebiet. Es ist wirklich wunderschön, die Landschaft ist sehr, sehr abwechslungsreich. Hat uns unheimlich viel Spaß gemacht bisher. Auch die Leute waren super nett. War easy, auch eine Unterkunft zu finden. Da waren wir auch überrascht, wir haben nichts vorgebucht. Bloß einfach auf dem Zeltplatz bzw. spontan Agriturismo gebucht, wo wir gerade waren. Das ging, aber natürlich, wir sind jetzt noch in der Vorsaison unterwegs. Da ist nicht so viel los. Super, jetzt fahren wir gleich über so eine Brücke. Und dann geht es über... Ja, durch diese Bucht hier durch dieses flache Wasser. Bin ganz gespannt, es riecht so richtig nach Salz. Erinnert mich sehr an die Camargue, dieser Abschnitt. Also hier ist Fischverarbeitung. Die Fischer entladen gerade. Was hinter mir so rattert, ist so eine Fischsortierung. Die Leute da drüben sortieren gerade den Fisch. So, wir wissen zwar nicht, ob wir jetzt hier durchfahren dürfen. Da war ein Durchfahrtsverbotenschild normalerweise, aber das machen wir jetzt mal trotzdem. Der Umweg wäre nämlich riesengroß. Ich schwenke mal nach rechts. Irgendwo ganz in der Ferne gibt es noch eine Straße. Also schon ein paar Kilometer Umweg. Das machen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt hier durch. Ha, springende Fische. Jetzt sind wir durch. Wir sind auf einem schönen Zeltplatz angekommen. Unter Pinien. Gleicher Meer, bloß ein paar Kilometer von Oristano entfernt, wo es dann morgen eben in Zug geht und dann ist auch die Tour schon vorbei. Ja, hier steht unser Zelt im Schatten. Das hier ist der Brunnentempel Sartesta aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Ein Zeitzeugnis der nuragischen Kultur hier auf Sardinien. Und wir sind jetzt zurück, das ganze Nähe von Olbia, dem Startpunkt unserer persönlichen Transsardinia. Und jetzt sind wir auch wieder hier zurück, sozusagen am Ziel. Ja, 2 Wochen Bikepacking auf Sardinien liegt jetzt hinter uns. Judith, wie fandst du es denn? Ich fand es total genial. Es war super heiß. Es ist natürlich total praktisch zum Baden, weil das Wasser sehr angenehm ist. Aber im Inselinneren, wenn man dann die Berge so hochschiebt oder hochfährt, ist es echt heftig. Von daher, zum Radfahren würde ich jetzt eher Ende April, Anfang Mai bevorzugen. Von der Landschaft her fand ich es total vielfältig. Es hat mir richtig gut gefallen. Wir haben immer gedacht, so, jetzt haben wir fast alles gesehen. Also am Anfang zumindest. Aber hinter jeder Kurve sah es dann doch wieder anders aus. Das war total überraschend. Ich finde, wir haben auch einen Haufen Tiere gesehen. Ja, total. Es ist der Hammer. Also was alles frei rumläuft, auch auf der Straße. Von Kühen über Pferde, Esel, Schafe, Ziegen. Und sogar eine Schildkröte haben wir gesehen, eine Landschildkröte, die lief über die Straße. Und Wildschweine. Und Wildschweine, die waren richtig neugierig. Genau, und Hunde, zutrauliche Hunde. Ja, aber die waren im Vergleich zu den Abruzzen echt harmlos. Das stimmt. Die Leute hingegen fand ich super nett,
Das hat echt Spaß gemacht. Schade, dass wir jetzt kein Sardisch oder Italienisch können. Da hätte es natürlich noch viel mehr Spaß gemacht, sich zu unterhalten. Mhm. Aber die waren sehr aufgeschlossen, vor allen Dingen in den Bergen. Fand ich sehr angenehm, war unheimlich ruhig. An der Küste war mir persönlich schon zu viel Trubel. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, die Küste ist total schön, ist ja bekannt dafür, aber es ist dann schon touristisch und das Inselinnere ist einfach ruhig. Es ist still, es ist richtig, ja, man hat Stille dort, man begegnet stundenlang keiner Menschenseele, das ist der Wahnsinn. Allerdings, das Ganze will wirklich verdient sein, du hast ja gesagt, es war heiß. Also wir sind jetzt im Juni unterwegs gewesen, Anfang Juni allerdings, und es war sehr heiß, also deutlich über 30 Grad zum Teil. Wir haben extrem geschwitzt beim Bergauffahren oder Schieben. Also mussten wir wirklich schieben, weil es zu steil war. Aber landschaftlich war es wirklich ein Traum. Und auch kulinarisch. Wir haben es uns richtig gut gehen lassen und schwimmen waren wir natürlich auch. Okay, das sollte es dann auch wirklich gewesen sein von unseren Eindrücken zu unserer persönlichen Transsardinia, nennen wir es einfach mal so. Wir waren eben 2 Wochen unterwegs hier durch die Berge und am Meer, haben sehr viel gesehen in der kurzen Zeit und richtig Lust, glaube ich, auf Meer. Vielleicht kommen wir noch mal wieder, war wirklich toll. Ja. In dem Sinne, nicht vergessen, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.